So, meine lieben Leute, willkommen zurück zu Let's Play Unterwegs in Düsterburg. In den letzten Part haben wir viele Nebenquests erledigt. Unseren mächtigsten... Ah, ich habe das schon falsch angefangen. Ich wollte ihn jetzt noch zu einem grammatikalisch deutsch guten Ende bringen. Aber das geht nicht. Warum bin ich immer... am weitesten... Ach, egal. Geht's einfach durch den Hafen. Davon weg, wo ich herkam. Wo ich hin will, meine ich. So, was ich sagen wollte, wir haben unsere mächtigste Waffe, nämlich Laser Lantern, erhalten. Und ja, eine Angel und den ersten Sarg abgeschlachtet, was ein Hauptquest war, eine Hauptquest. Ja, heute ist mein Deutsch wieder mal perfekt. Naja, immer dieses grammatikalische Gedöns. So, der Grund, warum ich hier hinlaufe, ist ganz einfach. Mir ist nämlich ein Geistesblitz gekommen. Und joa, der Priester hat ja gesagt, wir brauchen gewalte Flöckchen, genau. Nein, wir brauchen Flöckchen, aber da ist mir wieder eingefallen. Hä? Schwul oder so? What the fuck? Oh, wartet mal. Stöckchen, okay, ja, gut. Nichts. So. Wartet mal. Aktivieren. Flock. Gut. Denn ein Flock besteht nun mal aus Holz oder halt aus Eisen. So, jetzt haben wir einen. Und hier können wir uns neue holen, denn dieses Holz habe ich schon letztes Mal gesehen, habe es aber nicht weiter beachtet, weil ich dachte, es ist einfach nur Holz. Naja, man kann ja auch irgendwo anders Holz nehmen, natürlich. So, nimm nochmal eins. Da. Dankeschön, so. Aber jetzt ist ja am nächsten Holz zu holen. Nummer 1. So, 3 Stück. So, das ist der einzige Sinn, was ich jetzt gerade tun wollte in diesem Part. Hat schon 3 Minuten verschwendet. Cool. Ja. Flöcke zu schnitzen. So, wie es weitergeht, habe ich mal wieder keine Ahnung, aber das laggt. Ein kurzer Cut. So, ich bin auszusehen zum Hafen gelaufen und jetzt hat der mich angesprochen, ohne dass ich es wollte. Deswegen muss ich jetzt weiter aufnehmen. Grüßt euch, was kann ich für euch tun? Cool. Ah ja. Cool. Keine Särge. Dann hat Manfred nicht mal vor abzauen oder wie? Aha, du kommst schon verdächtig vor. Verpiss dich. Nee. Halt die Klappe! Ich weiß. Zu 3000% ist da ein Sarg bei dem. Arschloch. Vielleicht kann ich den ausfragen über den anderen. Der Karat. Schade. Gut, den da merken wir uns. Ich habe jetzt keine Lust zu cutten, denn ich habe hier im Hafen eh noch was Bestimmtes vor. Wenn ich eine Person endlich mal gefunden habe, bist du es vielleicht.
Nein, du suchst gar nichts. Wer bist du? Ah! Gut. Gut, kein Warnfried und kein Xelram im Schiff. Auch nicht schlecht, gut. Okay. Auch nicht gerade unseltsam. Okay, hier ist auch nichts. Sag mal, wo ist denn die Taverne? Servus. Na gut, oh nee, nicht Sherlock Holmes nachmache. Ah, Kundschaft, betrachtet euren Fall als gelöst. Ich nehme 100 Taler pro Tag plus Spesen. Ah, du bist ein... Ja. Du hast recht. Oh, nee. Geil. Dafür war der Hut also gut. Und dafür waren die ganzen Klamotten also gut. Ja, ja. Cool. Kann man ihn jetzt ausfragen? Schade. Okay, du Spaß, wir werden nie wieder auf dich zurückkommen. Aber irgendwie scheint mir dieses Haus doch schon sehr verdächtig. Lass mich in Ruhe. Halt die Klappe. Oh! Chill, Junge! Alter, dieser... Alter, wie er endabgeht. Geiles Easter Egg, das finde ich cool. Wer bist du? Manfredine? Hoi. Oh nee. Walfänger. Ah, dieser Job sollte ausgerottet werden. Alter, diese... Meine Fresse, diese großen Tiere, die sollen nicht ausgerottet werden. Das ist halt die... Dankeschön. Ja, ja, Walfänger. Die gehören erschossen, aber alle miteinander. Ich meine, so kann man es auch nicht sagen. Aber der Job gehört ausgerottet, das muss man sagen. Und wenn mir jetzt nicht gleich irgendjemand sagt, wo diese verfickte Taverne ist, dann raste ich hier komplett aus. Das ist eine... Egal, ich katze. So, genau diesen Jungen habe ich gesucht. Er sucht einen Beutel, der mir anvertraut wurde. Irgend so ein kleiner Dieb hat mich vom Gürtel geschnitten, sagt er. Und wir haben doch letztens einen Beutel gefunden. Ja, ja. Okay. Ja.
Da wollen wir doch wenigstens wissen, für wen wir arbeiten. Offen gestanden, Herr Arekna, kommt mir sehr selbst vor, dass ihr einen Beutel mit ein paar Augäpfeln mit euch herumreicht. Könnt ihr gut verstehen. Aber es ist nicht so, wie ihr denkt. Die Augen sollten meine Unschuld beweisen. Wart mal präziser. Vor einer Woche wurde mein Vater ermordet. Man verdächtigt mich der Tat. Seid jedoch, dass ich das Bild, das ein Mensch beim Sterben sieht, in seinen Augen einbrennt. Dort muss dann noch zu erkennen sein. In Sarabea gibt es eine... Ah. Ja. Cool. Dann haben wir diese Sidequest auch schon mal abgeschlossen. Wie es weitergeht... Hey! Halt die Klappe! Wo ist hier ein Fischer? Stundfischer. Freck... Oh! Den kenne ich noch so gut. Nee. Forget it. Dir gebe ich nichts. Komm mal her. Komm ich halt her. Halt jetzt die Klappe. Ah, Talismane. Obsidian-Amulett. Eine Weltkugel ist immer nicht verkehrt. T-Service. Pfeife. Gut. Schlusswort schwarzer Magie. Grandy kann es irgendwie nicht nehmen. Ja. Ah. Im Osten. Aber zuerst mal will ich wissen, ob ich es echt nicht ausrüsten kann. Natürlich kann das ausrüsten. Ach so. Was macht es? Ach nee. Nee, vergiss es. So. Egal, so. So. Hahaha. Stirb, Bitch. Jetzt haben wir ein gewaltiges Lock gehabt. Tja. Das war wohl dein Untergang. So Leute, ich dachte, ich habe keine Ahnung. Ich suche mir wieder mal diesen Penner, vielleicht weiß er was. Ich habe echt mit jedem gesprochen. Was geschehen? Ich sehe den Jungen. Oh fuck. Facepalm. Klar, wir haben ja noch nicht mal von dem Tod von Taris erzählt. Er ist tot, Manfred, und seine Schergen haben ihm auf dem Gewissen. Wir werden nicht ruhen, bis wir den Blutsauger zur Strecke gebracht haben. Dafür brauchen wir eure Hilfe, Herr von uns. Dank war das mit einer dringenden Frage zu euch geschickt. Sprecht mir, junge Freund. Ah ja. Die Geschichte gewinnt. In den Ostmarken, einer abgelegenen Provinz östlich von Düsterburg. Yay! Ich weiß nicht, wie man das nennt. Backtracking und nein. Ach so. Schade, gibt's doch nicht. Rückblende, genau. Haha. Manfred ist unsere Tochter und wir haben nicht den leisesten Schimmer, was er mit ihr vorhat. Wir vermuten, dass er irgendeine Teufelei plant und dankbar dem Fall uns euch aufzusuchen, da ihr eine Autorität auf diesem Gebiet seid. Unsere Dinge sind es, von denen ihr da berichtet, Herr Grandy. Manfred plant, mit dem dunklen Gott in Kontakt zu treten und eure Tochter scheint der Schlüssel zu sein. Unter den Jüngern des dunklen Gottes macht seit längerem ein Gerücht die Runde, dass es möglich sein soll, ihm diese Welt eine Gestalt zu geben. Ich habe ein Buch darüber geschrieben, warte einen kurzen Moment. Dieser Süchtige. Ich schreibe immer Bücher. Lest es! Für euch sollte vor allem die Passage mit der Hexenverbrennung von Interesse sein. Dann lesen wir es mal. Das wird wahrscheinlich unter Buch eingelistet sein, habe ich recht? Nein, der Hexenhammer. Oh Gott, das kann ich wieder lesen. Der Hexenhammer von Wilhelm von Junst. Doch ich sah es, und ich sage euch, ein besonderes Augenmerk sollte jene Worte finden, welche die Sterbende, keine Ahnung, in letzter Agonie
hervorzujochten vermochte. Leiter, Beiter, Deiter, keine Ahnung, bedeckte ihre Mundwinkel, lest es euch selber durch, pausiert es, ich habe keine Lust, das Wort zu lesen, kann es selbst nicht lesen, es ist wahrscheinlich die altdeutsche Schrift, oder ein bisschen verändert, auf jeden Fall, ich habe null Ahnung. Dankeschön. Passiert was? Nö. Wird so geschippt, habt ihr da zu Papier gebracht, Herr von Jungs. Leider verstehe ich den Zusammenhang nicht. Ist euch nicht aufgefallen, dass die Hexe, die dem dunklen Gott ihre Körper zur Verfügung stellen wollte, dafür offensichtlich nicht geeignet war? Ihr Gefassel klang recht wirr. Sie konnte die Seele des dunklen Gottes nicht in sich aufnehmen, weil der Körper dafür bestimmte Voraussetzungen erfüllen muss. Ich habe selbst nicht jeden einzelnen Satz dieser Prophezeiung begriffen, aber es steht doch, geboren unter einem bösen Stern. Die Sonnenfinsternis. Ihr habt doch begriffen. Außer, dem muss der Geber der Gestalt von reinem Herzen sein. So etwas findet man ausgebrochen selten. Die meisten Kreaturen besitzen eine Tendenz zum Guten oder Bösen, aber ein reines Herz ist selten. Sehen wir jetzt ein Super Paper Mario mit reinen Herzen. Außer bei schwachsinnigen unserkleinen Kindern. Und dann die nächste Passage. Eine Missgeburt im Angesicht der ewigen Zeit. Eure Tochter dürfte eigentlich gar nicht existieren. Aber hallo, Herr von uns. Jetzt geht ihr aber ein wenig zu weit. Zwar nicht gegen eure Tochter gerichtet, Herr Grant, doch ihre Existenz ist ein Paradoxon. Sie kann gar nicht geboren worden sein, denn es war niemand da, um sie zu gebären. Stimmt, dann kann man existieren, wie beide ja erst seit kurzem. Aber eure Tochter lebt trotzdem. Ein Fehler im Zeitlauf. Das ist es, worauf die Prophezeiung angespielt wird. Stimmt. Okay. Nicht gut. Hä? Er hat doch gesagt, wir sollen schlafen gehen. Super, und jetzt? Leck, kurzer Cut. Na, da sieh mal einer an, was man in Serenas Haus findet. Ein kleinen Zettel. Die Dinge laufen schlecht. Ich benötige sofort eine Schiffspassage nach Sarabea. W-Punkt. Der Zettel ist zu klein. Wahrscheinlich wurde die Notiz mit einer Brieftaube verschickt. TBE auf die Fledermaus. You're right, baby. Nun ja. Ja, wo ist das fucking Rathaus? Tut mir leid, aber bin ich zu dumm zum Scheißen? Du bist jetzt das Rathaus aus Basta. Ah nein, das sind die mit der geilen Mucke. Dum, 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 dum. So. Du bist jetzt das Rathaus. Ich schwör's dir einfach. Hi, du Spast. Kann ich euch helfen? Ich gebe mir gleich nochmal Self-Porn. Self-Porn, ja, Face-Porn. Dankeschön. Ja, die Ämter sind echt schwul. Hey, du Spast. Gern die unterlagen ist Rumbruch. Amtes. Das ist Grund genug, natürlich. Nein. Ha. Ja, okay. Kurzer Cut, bis wir beim Baron sind. Ich will ja nichts sagen, aber so langsam regt es hin und her gelaufen auf. Ich möchte gerne zum Finale. Dankeschön. Gut.
Och nö. Wer? Klopse? Cool. Hier vielleicht. Gut, dann haben wir schon mal hier was. Ah! Oh, der Katzengasse, Haus Nummer 5. Gut, wo ist das Buch? Ich jetzt bekloppt oder was ist? Ah nein, wartet mal. Ich glaube, wir müssen wieder zu diesem Schrank hin. Nö. Dann habe ich es wohl einfach übersehen. Hier haben wir den Globus. Ah. Vielleicht guckt die wenn automatisch, wenn wir draußen sind. Meine ja nur. Aber ich glaube eh schon zu wissen, wo es ist. Und? Nee. Okay, dann kurzer Cut, bis wir da sind. Okay, das war jetzt eher Zufall. Ich habe einfach mal dieses Haus angestrebt. Ich habe nämlich gedacht, da rechts oben, wo es die schwarze Katze runterläuft, da wäre es gewesen. Aber nein, es war hier. Abgeschlossen, ja. Ey. Ach, kacken gehen! Was ist hier los? Na gut, der Part ist hier schon lang genug. Wir sehen uns dann hier im nächsten Part wieder und werden dann definitiv ins Haus einbrechen und Sarg Nummer 2 wahrscheinlich abschlachten. Bis dann und ciao.